Das ist 19 Uhr. Dann fangen wir jetzt an. Also, kurz zur... in Meterstab hatte ich da. Kurz zur... Zusammenfassung nochmal. Ich habe während des letzten 24-Stunden-Streams kurz gespielt. Eigentlich nur ein bisschen. Ich habe ein paar von diesen Fotos... Ah, das Menü kann ich jetzt leider nicht öffnen. Von diesen Fotoorten aufgesucht und die abgeklappert. Und bin währenddessen über ein paar NPCs mit Missionen gestolpert und habe die angenommen. Beziehungsweise, jetzt passt auf, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Ich habe... Ihr seht schon, ich habe viel erlebt. Ich war viel im Sumpf unterwegs. Man sieht es an seinem Anzug und an den Fliegen, die ihn umkreisen. Außerdem haben wir eine leichte Erkältung. Aber ich glaube, nichts Schlimmes. Haben wir uns eingefangen. Kann schon mal passieren, wenn man nachts im Sumpf auf Alligatorjagd ist. So, jetzt passt auf. Außerdem habe ich den Arm gefunden. Ich habe den Alligator getötet, der in der Cutscene Dannys Arm abbeißt. Habe ihn getötet und habe jetzt seinen Ring. Samt Arm. Und werde ihn den dann auch wieder zurückgeben. Genau. Schauen wir mal. Das hat noch nicht mal ein Bild bei Twitch. Ach so, du meinst unten in der... Komisch. Finde ich wirklich komisch. Aber gut. Hi Metatron, hallo. Also, ich habe den Arm und den Ring quasi eher versehentlich gefunden. Hallo Werderhock, und werde den jetzt Danny dann, wenn wir ihn das nächste Mal sehen, zurückgeben. Das habt ihr jetzt quasi verpasst. Also, das war seit dem letzten Stream. Und ich habe die grüne Paprika gefunden, die wir brauchten für das Rezept von ihr. Aber die habe ich ja noch nicht gegeben. Die habe ich nur, die war bei einem Punkt, wo man ein Foto macht, lag die zufällig rum. Ah ja, genau. Und ich... Wartet mal, ich habe einen Cocktail bei Xavier getrunken, stimmt. Und zwar war das am Donnerstag ein... Was trinkt James Bond immer? Jetzt fällt mir nicht ein. Nee, mir fällt es gerade nicht ein. Den haben wir getrunken, und zwar mit der Begründung, weil für den Barkeeper fühlt es sich richtig an, dass man am Donnerstag den trinkt. Und... Martini, genau. Und, genau, das war die ganze Begründung. Das war alles. Man soll nicht immer alles hinterfragen. So. Und? Genau. Da der Priester, der gleichzeitig Arzt ist, hat zu uns gesagt, wir sollen quasi nicht so ignorant sein und glauben, dass wir gesund sind, wenn wir gar nicht wissen, wie es ist, krank zu sein. Deswegen sollen wir uns jetzt absichtlich einen Schüttelfrost einfangen und damit zu ihm zurück in die Kirche kommen. Das war auch noch eine Nebenquest, die ich angenommen habe. Und ansonsten glaube ich... nichts. Okay, genau. Das war's. Das ist... seit dem letzten Mal gewesen. Ich versuche tatsächlich, dass ich ihn jetzt ein bisschen verdrecken lasse, weil ich habe nämlich was entdeckt. Das finde ich ganz cool. Ist das hier dabei? Genau, die Stempel. Die Stempel sind quasi Achievements. Und als ich jetzt irgendwann mal, während ich eben so ein bisschen gespielt habe, hier die Stempel geöffnet habe, wurde mir angezeigt, dass ich einen neuen Anzug freigeschaltet habe. Man schaltet quasi neue Kleidungsstücke und vielleicht auch andere Sachen, ich weiß es nicht, frei, wenn man hier Achievements erfüllt. Und irgendwo hier, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht finden, weil das sind ziemlich viele, aber irgendwo hier gibt es auch ein Achievement dafür, dass man mindestens 10-mal Leute durch seinen Körpergeruch belästigt. Und das will ich machen. Das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ich weiß nicht, wie sehr wir da stinken müssen, aber ich bin guter Dinge. Außerdem lasse ich meinen Bart wachsen, weil wir hatten noch nie anscheinend laut Achievements einen Vollbart. Und dieses Amulett, das ich ausgerüstet hatte, hat tatsächlich automatisch den Bart rasiert. Das ist natürlich überhaupt nicht, was ich wollte. Naja, jetzt ist es 1 Uhr morgens am Freitag. Was wir jetzt eventuell machen könnten... Ah ja, kommt zur Einstimmung. Gehen wir, bevor wir schlafen, noch ein bisschen Monster jagen. Ich habe nämlich wirklich, ne, wenn man so privat, alleine, gemütlich auf der Couch Spiele spielt, mir geht es auf jeden Fall sehr stark so, sehe ich die einfach irgendwie mit anderen Augen, als wenn ich die streame oder Let's Playe. Man ist halt viel mehr drauf konzentriert, nimmt sich viel mehr Zeit, das alles zu entdecken und zu erkunden und habe einige Mechaniken entdeckt, die mir so nicht klar waren.
Und zum Beispiel sind eben diese Monster, die immer von Mitternacht bis 3 Uhr morgens, glaube ich, in der Stadt erscheinen, super gut, wenn man Materialien farmen will, um sich coole Anhänger zu basteln. Außerdem, und das finde ich wirklich cool, hat man ja im Spiel nur eine einzige Waffe, dieser Alligator, dieser Mr. Alligator. Sonst gibt es ja keine Pistole. Oder irgendeine andere Waffe. Im ganzen Spiel nicht. Aber die Anhänger, die Fetische, die man für seine Waffe bauen kann, haben teilweise ganz massiven Einfluss. Und ich habe zum Beispiel einen Fetisch, den kann ich noch nicht craften, aber wenn wir den craften können, können wir quasi aus der Pistole so eine Art Schrotflinte machen. Ich bin gerade dabei, eine Pistolenmodifikation zu einer Art Scharfschützengewehr zu machen. Und man kann da eben wirklich die Waffe sehr stark modifizieren, sodass sie im Grunde verschiedene Waffen sind. Nur halt. Jede ist immer Mr. Alligator, was ja eigentlich cool ist. Naja, dann schießen wir mal auf ein paar Monster. Um ein paar Rohstoffe zu sammeln. Und für Achievements ist das Ganze auch noch nützlich. Vielleicht kriegen wir da noch mehr Anzüge. Und das gerade muss ich euch gleich erklären, wenn man es nochmal sieht. Ich habe jetzt nämlich meine Waffe zu einer ziemlich starken Waffe gemacht. Die ist ziemlich mächtig, die macht echt viel Schaden, die haut echt rein, aber sie lädt langsamer nach. Und dadurch, dass jetzt die Nachladegeschwindigkeit verlangsamt ist, ist jede Animation verlangsamt, während ich nachlade. Deswegen können wir so wunderschöne Zeitlupe durch die Gegend laufen. Finde ich super. So, ich muss ein bisschen darauf achten. Ich brauche nämlich, glaube ich, eine Eisenkette oder ein Eisenschloss oder so. Das droppen die Kerle da normalerweise. Die großen mit den Türen auf dem Rücken. Hat aber noch kein Glück bis jetzt. So eine wäre gut. Die bräuchten wir nämlich für irgendeinen coolen Waffenmod. Oh. Oh. Jetzt sind wir paralysiert. Da gab's doch, irgendjemand hat doch beim letzten Stream die Theorie geäußert, dass dieser Bug, dass wir uns nicht mehr wehren können, gar kein Bug ist, sondern in Wirklichkeit nur der Paralysiertzustand. Ist leider nicht so. Es gibt den Paralysiertzustand, der ist nervig, aber der Bug, durch den man sich nicht mehr verteidigen kann, ist ganz was anderes und ist wirklich super nervig. Und kann leider jederzeit auftreten. Also der Bug ist wirklich ein Bug. Und irgendwie tauchen nachts diese weiblichen Gegner auf, die wir in einem Dungeon bis jetzt noch nie gesehen haben. Die ganze Zeit Void schreien. Viel mehr aushalten als ihre Türfreunde. Warum nicht? Jetzt schießt doch endlich wieder. Oh, da sind ganz schön viel Krabbelminen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen jetzt rein. Wir haben jetzt ein bisschen viel Lebensenergie verloren. Jetzt gehen wir rein. Hi, Doofkopf. Hallo. Gehen wir schlafen. Ah, ich würde schon gern den neuen Anzug anziehen, aber dann ist unser Anzug nicht mehr dreckig. Das ist echt problematisch. Naja. Hey, Takoro. Danke fürs Followen. Hi. Hallo. Weil ich will ja möglichst viel Dreck und Körpergeruch ansammeln. Aber den neuen Anzug würde ich trotzdem mir gern anschauen, den wir durch die Achievements freigeschaltet haben. Ich glaube, dann ziehen wir an. Dadurch wird ja der alte nicht sauber. Ich muss den ja nicht in die Reinigung geben. Ich würde nur mal gern den neuen Mafia-Anzug, Mafioso, anziehen. Ein Anzug, der mehr an die sizilianische Mafia als an eine Bundesbehörde erinnert. Ist so gut wie neu. Die Fliegen bleiben uns. Im Gegensatz zum Vorgänger, gibt es hier quasi extra ein Körperhygiene und ein Anzughygiene Mechanismus quasi.
Hier sind die beiden Sachen unabhängig voneinander schmutzig. Das heißt, unser Anzug ist sauber. Unser York stinkt immer noch. So muss das sein. Jetzt ist York richtig im Urlaubsmodus. Nicht duschen, nicht rasieren und die Klamotten nicht wechseln. Genau. Ah ja, jetzt lass mich mal gucken. Ich habe mir nämlich gedacht, mit dem Hotelier, dem Koch und dem anderen unten, habe ich zwar schon viel interagiert, aber ich habe nie einfach nur mit denen geredet. Könnte gut sein, wenn wir die erwischen, dass die tatsächlich Quests für uns haben. Hungry, Mister? Reden wir mal. Ich bin Profikoch. Von Dingen, die nichts mit Essen zu tun haben, lasse ich die Finger. Aber eines sage ich dir, was gerade in der Stadt passiert, das ist doch nicht mehr normal. Wie können in so kurzer Zeit 4 Menschen sterben? Wenn du mich fragst, stimmt hier irgendwas ganz und gar nicht. Naja, scheinbar hat er leider keine Quest für uns. Hätte ja sein können. Aber ich habe was sehr Cooles rausgefunden. Man kann nämlich quasi mit seinem Savegame jederzeit in ältere Kapitel zurückspringen. Und das ist deswegen ziemlich nützlich und ziemlich cool, weil eine Figur, für die ich eine Quest hätte, nicht mehr auffindbar ist. Und es gibt bestimmt viele Quests, die ich übersehen habe oder vielleicht auch einfach, übersehen habe. Oder eben nicht beendet habe, obwohl ich sie angenommen habe. Und das, man kann quasi das Spiel trotzdem noch rückwirkend vervollständigen. Man kann rückwirkend noch in alte Kapitel zurückspringen, auch wenn man schon in den neueren Kapiteln, in den späteren Kapiteln war. Das ist ziemlich gut, finde ich. So, was machen wir denn jetzt? Es ist früh am Morgen, wir haben viel Zeit. Wenn ich wüsste, wo Danny sich immer so aufhält den ganzen Tag, aber Danny ist irgendwie immer unterwegs. Manchmal steht er hier beim Hotel, manchmal nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß, was wir vielleicht machen könnten. Die Fotos vervollständigen. Die Symbole suchen, die uns der wirklich seltsame, vielleicht Alien-Totengräber in Auftrag gegeben hat. Weil mich würde echt interessieren, was wir kriegen, wenn wir das schaffen. Wenn wir das alles vervollständigen. Weil immerhin redet der mit Aliens oder empfangt Signale aus dem All. Und er hat uns eine coole, super coole Belohnung versprochen. Und das ist immer eine ganz schöne Mammutaufgabe irgendwie. 10 Fotos. 10? Nee, warte mal, es sind viel mehr. Es sind 100. 100. 100 Fotoplätze aufzusuchen, zu finden und zu untersuchen. Da kann man bestimmt einiges machen. Wie bei Final Fantasy VII wird es eine Chance geben, dass du das irgendwann spielst. Ich kann... Also das Remake meinst du jetzt wahrscheinlich oder das Original? Weil beim Remake kann ich mir das gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal spiele. Ja, denk schon. Wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie mal im Angebot ist und der nächste 24-Stunden-Stream ansteht, dann wäre das genau das Spiel, wo ich sage, ja, perfekt. Perfekt für einen 24-Stunden-Stream zum Beispiel. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt passt mal auf. Ich habe von den... Wartet mal. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ich habe nämlich von den Fotos eigentlich schon einige abgearbeitet, aber angeblich habe ich jetzt hier 0 von... Das ist... Warte mal, Album 1 ist angeblich auch nicht abgeschlossen. Das geht, glaube ich, eigentlich gar nicht. Ich krieg Album 2 nur, wenn Album 1 abgeschlossen ist. Naja, da ist wohl irgendwas schiefgelaufen oder so. Jetzt sind wieder alle... Oh Mann, ey, ich habe echt viele Fotos schon gemacht. Ich war echt bei manchen Gebäuden froh, die gefunden zu haben. Das ist ein seltsamer Bug, den wir hier jetzt, glaube ich, haben. Das sollte, glaube ich, eigentlich nicht passieren. Naja... Dann fangen wir halt nochmal von vorne an. Ich hoffe, das zählt dann trotzdem.
dass wir, weil wir im Grunde das erste Buch dann nicht mehr abschließen können. Aber das ist schon, also das verwirrt mich jetzt schon sehr. Naja. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich war noch mal in der Werkstatt und die hat mir einen neuen Trick beigebracht. Es gibt mehr Skateboard-Tricks, die man tatsächlich lernen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel einen 360 Power Slide. Der dient als Angriff in dem Spiel. Ich kann jetzt quasi Kreaturen, wenn mir wieder Eichhörnchen irgendwas klauen wollen, dann kann ich die 360 Power Sliden. Das ist schon ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Trotzdem bin ich sehr verwirrt, warum mein Album wieder gelöscht ist jetzt. Sehr verwirrt. Aber ich glaube, wir haben die Fotos, die ich gemacht habe, haben wir gleich wieder. Ich glaube nämlich, hier war eins. Nee. Nee, hier war keins. Dann war es woanders. Ist egal. Machen wir der Reihe nach durch. Das ist wirklich komisch. Ich bin mir ziemlich sicher, das sollte nicht so sein. Aber okay. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wenn ich, ob das jetzt überhaupt funktioniert, dass ich die gleiche Stelle, die ich ja eigentlich schon mal abgeklappert habe, wieder abklappern kann. Ob sich das dann updatet oder vielleicht sogar wieder resettet oder vielleicht sollte ich neu laden? Ich weiß nicht. Höre ich da gerade einen Scherenangriff-Sound? Ja, ich höre einen Scherenangriff-Sound, der hier aber eigentlich nicht sein sollte. Interessant. Interessant, was hier heute so passiert. Entspannender Scheren-Sound. So, jetzt passt auf irgendeins von diesen Häuschen hier. And all the other women we've seen so far on our travels across the states. Zack, I'm right, aren't I? This is a vast country. Ah, das ist es. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts and farmland. Oder? Ich glaube schon, ja. Wow, der Sound tritt total durch hier. Ich kann die tatsächlich wieder sammeln, als wäre nix. Naja, da müssen wir wohl das Fotoalbum irgendwie nochmal machen. Aber wie gesagt, bei den meisten Plätzen weiß ich noch ziemlich auswendig, wo die sind. Nur über die Tankstelle bin ich zufällig gestolpert. Aber mal schauen. Were you thinking about Galena too? Haben wir wenigstens was zu tun jetzt. We've seen so far on our travels across the states. Zack, I'm right, aren't I? This is a vast country. Entschuldigung. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland. Small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all microscopic. Sometimes they... Okay, ich hoffe, der Scheren-Sound verschwindet wieder, wenn wir jetzt dann das nächste Foto gemacht haben. Jetzt passt auf, ich wollte... Jetzt habe ich es vergessen. Featherhawk, wow, vielen Dank! Für Final Fantasy VII Remake. Aber hey, ich kann dir echt nichts versprechen, aber trotzdem vielen Dank für die Spende. Super nett. Aber wie gesagt, Owl's Nest ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt. Wir können das ja vielleicht für nächsten 24-Stunden-Stream mal... Ah, das Geräusch hört nicht auf. Vielleicht müssen wir speichern und neu laden. Mal einloggen. Der Final Fantasy VII Remake. Vielleicht nicht durchspielen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall reinschauen. Solange es vor Part 2 kommt, ist alles gut. Na, aber vielleicht wartet man, bis alle Teile da sind und macht dann die ultimative Complete Edition.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, ich brauche einen Speicherplatz und zwar schnell. Wir müssen was gegen dieses Scherengeräusch tun. Irgendwas ist ganz fundamental kaputt gegangen hier. Ich gehe mal ins Hotel. Ich habe nämlich eine Erkältung, aber keinen Schüttelfrost. Ich bin in die Kirche, quasi ins Krankenhaus. Weil ich bin mir nicht sicher, ob Erkältung und Schüttelfrost das gleiche ist. Ich glaube, der sagte, ich brauche einen Schüttelfrost, den ich behandeln lassen muss. Aber schauen wir mal. Was kostet es, das als festes LP-Projekt zu bekommen? Im Grunde gibt es da nur einen Slot auf Patreon, den aktuell der Ramsey eben hat. Deswegen läuft auch der Last of Us 2 momentan, dank Ramsey. Und theoretisch gab es einen zweiten, oder gibt es einen zweiten, den hat aber der Zakorak inne. Deswegen gibt es öfter die, keine Let's Play-Reihe mehr, sondern die, sagt's mir, die feinjustiert Special-Videos, in der ich immer 4 Spiele vorstelle, die Zakorak empfohlen hat, quasi. Aber, genau. Aber der ist beschränkt, damit es nicht zu viel wird. Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, das zu erhöhen. Aber im Endeffekt ist das halt einfach nur ein großer Unterstützerslot. Also, dass man sich dann eine Let's Play-Reihe aussuchen kann, ist quasi nur ein Bonus. Das ist nicht so, dass man das wirklich dann kauft, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist nicht Sinn der Sache. Also, kann man schon mal... Also, na, ist ja wurscht. Ein einmaliger Preis für eine Let's Play-Reihe, sowas gibt's nicht. Ich glaube, das ist... Da hätte ich Angst, dass ich überschwemmt werde und zu viel Erwartungen gleichzeitig erfüllen muss und nicht mehr weiß, was ich anfangen soll und wo hinten und vorne ist. Das will ich nicht, glaube ich. Denn mir zu viel Verantwortung. Sowas. Aber ab 1000 Euro können wir drüber reden. Da bin ich dann nicht so. Nee, Quatsch, wirklich. Das ist mir... Das möchte ich, glaube ich, nicht. Na gut, der Arzt ist gerade nicht da. Hey, ich müsste wirklich mal... Das ist gar keine blöde Idee. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt einen Zettel und einen Stift... Und für Listen, wann sich wo welche Charaktere aufhalten. Dank meiner Unordnung habe ich schon einen Zettel gefunden, schon im Block. Jetzt fehlt nur noch ein Stift. Oh, warte mal, da ist gerade der Priester reingegangen, oder? Ich glaube, der ist gerade an uns vorbei da rein. Naja. Elefantenjagdverein, hallo, danke fürs Folgen. Wo ist jetzt ein Stift? Habe ich einen? Wisst ihr was? Ich mache das, glaube ich, doch nicht. Oder? Nee, ist eh Quatsch. Bis die Liste fertig ist. Nee. Bis ich da mal was zusammen habe, findet man im Internet wahrscheinlich schon bessere. Hallo. Vielleicht. Wer weiß. Jetzt muss ich mal gucken, weil das war schon mal so, dass der dann die Kirche betritt, aber nirgends aufzufinden ist. Aber es ist, glaube ich, eh wurscht, weil ich glaube, jetzt hält er dann erstmal Gottesdienst. Ich glaube, der ist erst am Nachmittag wirklich als Arzt hier. Naja, dann gehen wir mit unseren Fliegen und unserer Erkältung halt wieder woanders hin. Die Fotos schießen. Ach ja, stimmt, ich wollte speichern. Warte mal, der Scherensound ist weg, oder? Vor lauter Final Fantasy und so. Hey, Metatron, danke fürs Abo verschenken an der Elefanten Jagdverein. Dafür gibt es wieder Emojis für alle oder zumindest für 5 Personen. Juhu, was ist es denn? Ein Pride Lion.
Nice. Ah ja, hier, Pfarrer, was ist denn? Warte mal. Hätte sie denn im Boden versunken, nachdem er die Tür geöffnet hat? Genauso wie er uns letztes Mal in die Luft katapultiert hat. Der Priester, ey. Wir sind hier nur noch am Ladezeiten hinter uns bringen. Mal schauen, aber jetzt. Aber ich glaube wirklich, der ist nur am Nachmittag als Arzt da. Das ist, glaube ich, irgendwie bei vielen Figuren so. Na, zumindest bei zwei. Beim Pfarrer und bei dem Hotelkerl. Wechselt der quasi seine Aufgaben oder seine Charaktere so ein bisschen. Also der Hotelgar ja sowieso, der hat ja drei, kennen wir, aber er ist ja scheinbar auch noch der Hotelleiter, den haben wir aber noch nicht kennengelernt. Und der Priester ist auch vormittags Priester, nachmittags Arzt. Ist aber dann zwei unterschiedliche Charaktere so ein bisschen mit verschiedenen Quests. Wenn ich jetzt in seiner Funktion als Priester mit ihm rede, hat er gar nicht die Arztquests für mich. Und so. Ich glaube, das sind so ziemlich die einzigen. Der Miro ist immer der gleiche. Ich weiß nicht, der Barkeeper steht irgendwie den ganzen Tag immer nur irgendwo in der Stadt rum und spielt Saxophon. Bevor der nicht abends dann Barkeeper wird. Aber als Saxophonist hat er irgendwie keine Funktion. Glaube ich. Schade. Wirklich traurig. Ich sag mal, Priester, irgendwas stimmt mit dir nicht. Wie oft willst du noch da reingehen? Was ist mit dem los? Mein Sohn, siehst du nicht, dass ich gerade beschäftigt bin? Ah, der Sternsound ist doch wieder da. Okay, so geht das nicht. Erstens mag ich den Scherensound-Bug nicht besonders. Und zweitens finde ich es auch nicht gut, dass die ganzen Fotos, die ich gemacht habe, alle weg sind. Finde ich wirklich nicht nett. Deswegen speichern wir jetzt mal und laden neu. Hoffentlich beseitigt das den Scherensound auf jeden Fall mal. Die Fotos werden nicht wiederkommen wahrscheinlich. Okay, jetzt passt auf. Jetzt schauen wir mal. Keine Ahnung, was das Spiel immer... Was ist nur mit dem Spiel los? Oh Mann, ey. Man kann ja... Ich meine, ich find die Fehler nicht schlimm. Ich finde weder die Framerate schlimm, sowas stört mich sowieso nicht, noch finde ich das jetzt gerade schlimm. Aber man kann ja drüber streiten, ob der so ein bisschen technisch... veraltete oder nicht so ganz gut umgesetzte ob diese technischen Mängel den Charme des Spiels unterstützen oder nicht. Aber sowas sollte eigentlich, glaube ich, nicht im Spiel sein. Also selbst aus Charme- und Entwicklersicht, glaube ich, wollen die eigentlich nicht, dass solche Fehler im Spiel sind. Aber ich meine, das durch den Boden fallen war beim 24-Stunden-Stream schon ein Highlight. Insofern. Ich war schon immer der Meinung, dass Bugs und Glitches ein Spiel eigentlich ganz oft bereichern. Gerade wenn ich an so die Bethesda-Spiele, an Skyrim oder so denke. Waren dann nicht immer die Glitches, die Bugs eigentlich das wahre Highlight des Spiels? Manchmal zumindest schon. Naja, die Fotos müssen wir wirklich nochmal machen. Wenigstens ist das Scherengeräusch weg. So, dann gehen wir mal zu Emmas Skateboardladen. Ja, es kommt immer drauf an. Ich finde schon, im ersten Teil war es schon so, dass die technische Umsetzung des Ganzen auf jeden Fall schon dem Charme des Spiels irgendwie
gut getan haben. Dadurch war alles einfach noch ein bisschen seltsamer und ein bisschen creepier einfach und ein bisschen weird und sympathisch. Und ich glaube, das ist schon im zweiten Teil auch noch so. Aber... ja, keine Ahnung. Die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, ob das Spiel wirklich verlieren würde, wenn es keine technischen Mängel hätte. Das frage ich mich wirklich. Weiß es nicht. Es könnte sein.